Herzlich willkommen zu meinem Kurs Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich führe euch durch diesen Kurs. Wir hatten in dem letzten Video uns angeschaut, wie wir Bibliotheken erstellen und hatten dort eine Klasse reingepackt, die wir vorher programmiert haben. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Bibliothek ausbauen könnt. Und zwar ganz spezifisch auf der Grundlage von dieser Klasse. Und wir kommen nochmal zu unseren ganz grundlegenden Struktur einer Klasse zurück. Sie besteht aus Daten oder aus einem Variablenfeld oder Datenfeld. Das ist nicht so ganz genau geklärt, wie man das bezeichnet. Und sie besteht aus Funktionen. So, jetzt kann ich sagen, ich möchte diese Klasse, die ganzen Funktionen und die ganzen Daten an eine neue Klasse weitergeben, und in der neuen Klasse möchte ich aber noch zusätzliche Funktionen drin haben und noch mehr Daten. Das heißt, ich kann mir so ganz grob sagen, das ist sozusagen das Grundlegende, was meine Klasse können muss, und davon werde ich dann immer genauer, indem ich nämlich die grundlegende Funktion vererbe. Das ist so der Fachbegriff Vererbung. Und da packe ich dann neue Funktionen drauf. Und ihr erinnert euch an Minecraft. In Minecraft gibt es diese Blöcke, die man abbauen kann oder manchmal auch nicht abbauen kann. Und auf jeden Fall gibt es dort eine grundlegende Funktion, nämlich das nimmt Raum weg. In dieser virtuellen Welt nimmt ein Block Raum weg. Und sitzt an einer ganz bestimmten Stelle auch. So. Und das ist die grundlegende Funktion. Nun sind manche abbaubar, manche sind gut mit Spitzhacken abbaubar, andere mit Schaufeln, andere wiederum rennen herum, wie zum Beispiel die Hühner und die Kaninchen. Und andere wiederum wachsen und werden nach einiger Zeit können die geerntet werden, wie zum Beispiel Getreide und Karotten. Einige können verarbeitet werden, können, was weiß ich, zum Beispiel aus Sand kann man Glas machen und so weiter und so fort. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, diese Blöcke zu spezifizieren, aber vermutlich werden die sich alle aus einer Grundklasse ableiten. So, und da bekommen wir jetzt dieses neue Schaubild. Ich habe hier oben also meine Klasse mit den Daten und den Funktionen. Und dann habe ich die vererbte Klasse oder die Klasse, die eben von der ersten Klasse abgeleitet ist. Da kommen eventuell, das muss nicht sein, aber eventuell kommen neue Daten dazu. Aber die alten Daten werden auf jeden Fall auch übernommen. Dann werden die Funktionen übernommen. Und jetzt kann ich entweder neue Funktionen dazu schreiben oder ich kann die alten Funktionen überschreiben und kann sagen, nee, in dieser vererbten Klasse muss etwas anders dargestellt werden, muss etwas anders verarbeitet werden. Und genau das werden wir uns jetzt ansehen, indem wir nämlich zu unserer Klasse Knopf, die wir bisher definiert haben, eine weitere Klasse dazu tun. Und dazu gehen wir jetzt mal in das Programm hinein. So. Ihr müsst euch hier erstmal unsere Klasse oder unsere Bibliothek Knopf öffnen. Und wenn ihr das getan habt, dann kopieren wir uns mal hier so die Kopfzeile, weil ich möchte jetzt ja auch eine schöne Abgrenzung haben weiter unten. Und dann gehe ich mal ganz hier unten hin und kopiere die hier rein. Und erstmal zur Information, falls wir die Bibliothek mal der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, schreibe ich hier unten Klasse Taste hinein. Und genau das definiere ich jetzt auch. Ich schreibe nämlich Class für eine neue Klasse, schreibe Taste. Und jetzt müsste ich eigentlich die Klammer auf, Klammer zu machen, Doppelpunkt. Das aber genau will ich nicht. Ich möchte hier nämlich jetzt sagen, der erbt seine Methoden und
und auch die ganzen Daten von der Klasse Knopf. Und dazu schreibe ich die Klasse, von der meine neue Klasse die ganzen Daten und Methoden erbt, in diese Klammer hinein. Die war bisher leer. Wir wussten nicht warum. Jetzt wissen wir es. Gerade ist mein Spracherkennungsprogramm angegangen. Und da schreibt ihr mir jetzt wildes Zeugs hinein. So. Jetzt wissen wir es. Nämlich, wir haben hier die Möglichkeit, aus der Klasse Knopf alles zu übernehmen. So, wenn ich jetzt hinschreibe, und das muss ich auf jeden Fall machen, ich muss einen Constructor, einen Konstruktor schreiben. So, und den definiere ich genau wie den Konstruktor bei, also zunächst erstmal von der Kopfzeile her, wie den Konstruktor bei der Klasse Knopf. Und jetzt, damit der sozusagen, damit ich jetzt nichts weiter schreiben muss, sage ich, so, hole dir deine ganzen Daten und die Initialisierung der Daten aus der Klasse Knopf. Wie mache ich das? Ich schreibe also die Klasse Knopf hier aus, mache einen Punkt und schreibe meine Konstruktormethode hier hinein. Dann übergebe ich dem das Self, damit der weiß, okay, und hier macht das Self wirklich Sinn, der initialisiert nicht für sich eine neue Klasse, also eine Klasse Knopf, sondern für die Klasse Taste initialisiert er alle Sachen, die er selber für sich auch initialisieren würde. Das heißt, ich mache jetzt sozusagen meine übergeordnete Klasse zu einer Art Helfer, um meine Klasse Taste zu definieren. Ich übergebe den Bildschirm und schließe die runde Klammer. So, und wenn ich jetzt Return eintippe, dann macht mir der Konstruktor der Klasse Taste nichts anderes als der Konstruktor der Klasse Knopf. Ich hätte also gar keinen Unterschied drin. Manchmal macht man das auch, weil man sagt, ich brauche keine neuen Daten, sondern ich brauche eine andere Behandlung von den Daten. Aber insgesamt soll die Klasse ähnlich sein wie die Klasse, von der ich meine jetzige abgeleitet habe. Hier wollen wir aber eben zusätzlich auch noch Daten dazu tun. Und zwar wollen wir einmal einen String dazu tun. Und den definieren wir hier gleich als leer, weil wir uns dann gleich eine Funktion definieren, mit der wir den String einlesen. Und ich möchte dem String auch eine Farbe zuweisen. Also String, ich kürze das ab, und dann Farbe. Und die setze ich am Anfang auf schwarz. So. Und das war es schon, was wir an zusätzlichen Daten gebraucht haben. Der Bildschirm ist jetzt abgelegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Bildschirm abfragen will, dann kann ich in die nächste Funktion reinschreiben, zum Beispiel self-screen, weil ich genau dasselbe Datenfeld habe wie in der Klasse Knopf. Also alle diese Daten stehen mir zur Verfügung. So, das ist das eine. Jetzt möchte ich natürlich neue Daten dazu schreiben, eine neue Funktion dazu schreiben. Und als erstes definiere ich mir eine Setter-Methode. Ich möchte den String genauer definieren. So. Und dazu übergebe ich dem, oder lasse ich mir in der Funktion einen String übergeben. Und jetzt setze ich den gleich, einfach nur gleich mit self.outString, also ich setze den in die Variable hinein, ist gleich in String. So. Ziel ist es, dass dieser String jetzt auf der Taste ausgegeben wird. Jetzt könnt ihr euch leicht vorstellen,
wenn ich da jetzt reinschreibe, Märchenschloss, und ich habe nur so eine kleine Taste von 40 mal 40 Bildschirmpixeln, dann wird das zu lang. Darum kümmere ich mich aber jetzt noch nicht, sondern ich sage einfach, ich tue mal so, als würde ich ganz vernünftig sein und das nicht auskosten. Ich schreibe Return und beende damit jetzt meine Funktion. Und jetzt habe ich hier tatsächlich eine zusätzliche Funktion, die in der in der Klasse Knopf nicht vorkommt. Und jetzt brauche ich eine zweite zusätzliche Funktion. Ich möchte nämlich den String auszeichnen lassen. Und hier brauche ich keine Daten, die als Parameter hier übergeben werden. Das heißt, hier die Klammer auf, Klammer zu bleibt, wenn ich die Funktion dann aufrufe, leer. Und jetzt muss ich auf den Ausgabe von Pygame zurückgreifen. Ich muss nämlich zuallererst mal meinen Zeichensatz definieren. Und das mache ich, das hatte ich euch ja schon mal gezeigt, mit dem Befehl pygame.font.sysfont. So, da gebe ich als erstes ein Tahoma, also welchen Font ich haben will, welche Darstellung von dem Alphabet. Dann muss ich eingeben, wie groß das Zeichen ist. Und da habe ich gesagt, gut, okay, die Zeichengröße muss ein bisschen kleiner sein als der Knopf, auf dem ich das darstellen will. Ich nehme mir also die Höhe von dem Knopf und das mache ich durch self. Punkt, alles durcheinander, self. Y plus, das ist ja die Höhe von dem Knopf, und sage aber, ziehe davon 4 Bildschirmpixel ab, sodass das also kleiner bleibt. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass diese Taste nicht gerade irgendwie 8 Bildschirmpixel groß ist, wobei das ist so klein, das wird niemand nehmen, hoffe ich. Dann muss ich als nächstes sagen, soll die Schrift in Fettdruck dargestellt werden? Nein, soll sie nicht. Deshalb setze ich hier ein False hin. Soll sie kursiv dargestellt werden? Auch nicht. Deshalb kommt hier in den vierten Übergabeparameter auch ein False hin. So, und damit habe ich mir meinen Zeichensatz definiert. Jetzt brauche ich ein Bild. Und dieses Bild bekomme ich dadurch, dass ich den Zeichensatz nehme, die Zusatzfunktion eintippe, Render, und dann übergebe ich den gespeicherten Zeichensatz in self.out-string. So, das ist jetzt erstmal das, was wir hier brauchen. Dann setze ich eine Anti-Aliasing-Instanz auf True. Das macht man, soweit ich das verstanden habe, immer. Und dann übergebe ich einen Farbwert. Und da nehmen wir dann natürlich auch die Farbe für den String, den wir definiert haben. Das kann ich jetzt beliebig abändern, je nachdem, was ich dort einlese. Ich müsste mir noch eine Funktion schreiben, mit der ich die Farbe setze, also noch eine Setter-Funktion. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich finde, schwarz ist erstmal ganz in Ordnung. So. Jetzt kommt eine nächste Funktion aus dem Pygame-Programm. Ich muss nämlich wissen, wie groß und wie hoch ist meine Schrift. So. Und das mache ich mit Font. Font habe ich mir jetzt geholt, den Zeichensatz. Und Font und dann Size. Und hier muss ich den String übergeben, also hier mein self.out-string. Und dann bekomme ich einen X- und Y-Wert heraus. Und mit dem kann ich dann weiterarbeiten.
Das ist so ein bisschen schwierig und knifflig, deshalb wundert euch jetzt bitte nicht über meine nächste Programmzeile. Das habe ich einfach ausprobieren müssen, weil ich nicht so ganz verstanden habe, wie Font Size errechnet wird. Aber vielleicht komme ich ja noch mal dahinter. So, jetzt brauche ich auf Self Screen. Das ist unser Bildschirm, auf dem wir ausgeben. Und da muss ich dann eben auch tatsächlich self.screen eingeben, wie wir das eben nicht bei den pygame-draw.rect Befehlen hatten, also als wir das Rechteck ausgegeben haben, weil hier self.screen in einer eigenen Variable gespeichert wird. So, da muss ich drauf achten. Self.screen, das ist der Bildschirm, auf den gezeichnet wird. Dann gebe ich an diesen komischen Befehl blit, den wir auch schon mal hatten, ganz am Anfang, als wir mit der grafischen Darstellung angefangen haben. Hier kommt jetzt der Text hinein und bitte beachtet, wie der Weg läuft. Der Text wird abgeleitet von dem self.out-string und daraus wird ein Bild hergestellt. Wirklich ein Bild, also kein normaler Text mehr. So. Und jetzt muss ich die x- und y-Koordinate eingeben, auf die dann von der aus dann der Text ausgegeben wird. Und jetzt wird es tatsächlich ein bisschen wild. Ich schreibe also self.x-rect für den linken oberen Bildpunkt und schreibe hier jetzt rein plus area. Das ist eben das, was ich mir hier definiert habe. Und da werden zwei Werte zurückgegeben. Das ist also wieder eine innere oder eine Liste mit zwei inneren Variablen, nämlich einmal die Breite und einmal die Höhe. So, und das könnt ihr jetzt gerne mal nachprüfen. Das ist tatsächlich nicht ganz so einfach zu verstehen. Unter Area 0 haben wir jetzt die Breite und die rechne ich zu der linken Seite dazu. Und jetzt möchte ich natürlich nicht die ganze Breite dazu rechnen, sondern nur so weit, dass der ein Stück Abstand von der Seite hat. Das heißt, ich teile hier zum Grunde 3, zum Grunde deshalb, weil der keine Fließkommazahl übergeben darf. So, das habe ich jetzt gemacht und jetzt muss ich noch die Y-Seite eintragen und da habe ich noch kreativer meine Sachen ausprobieren müssen und habe hier einfach 2 abgezogen. Das hat funktioniert, ich weiß nicht warum, aber Hauptsache es funktioniert. Manchmal ist das so. Das ist eine schöne Geschichte, ein moderner Mythos. Es wird von einem Computer erzählt, der an irgendeiner amerikanischen Universität steht. Und irgendwo aus dem Computer kommt ein Kabel heraus und läuft zu einem Schalter. Von dem Schalter geht aber kein Kabel mehr ab. So. Und auf der einen Seite des Schalters steht Mensch und auf der anderen Seite steht Gott. Und wenn man den Schalter auf Gott stellt, dann funktioniert der Computer. Und wenn man ihn auf Mensch stellt, funktioniert er nicht. Rein physikalisch gesehen kann das gar nicht funktionieren, weil jeder Schalter muss ja zwischen einem Stromkreis sitzen. Das heißt, es muss weitergeleitet werden. Das macht dieser Schalter angeblich nicht. Und das ist genauso mythisch wie hier diese Zahlen, die ich hier eintrage. Probiert mal aus, vielleicht entdeckt ihr ja noch irgendwie die sinnvolle Regel hinter dieser ganzen Geschichte. Ich habe sie nicht entdeckt. Tut mir leid. So, und damit bin ich mit meinem Zeichne String auch am Ende angelangt. Ich tippe also ein Return und es gibt kein Übergabeparameter zurück. So, jetzt habe ich zwei Funktionen hinzugefügt. Jetzt möchte ich zwei altbekannte Funktionen aus der Klasse
Knopf möchte ich überschreiben und möchte denen eine neue Funktionalität geben. So. Und zwar ist das einmal Knopf aus und Knopf an. Und es ist klar, ich möchte den Knopf zeichnen lassen, aber zusätzlich den String da drauf. Und deshalb habe ich mir jetzt hier auch erstmal diese Ausgabe definiert, damit der String, wenn ich den gleich aufrufe, nicht, dass ich das nicht zweimal schreiben muss. Also hier tippe ich jetzt ein self, ein Doppelpunkt. Und jetzt kann ich eigentlich ganz faul sein und kann mal nach oben gehen und sagen, hey, da steht ja schon mein Code. Ich muss dort nur eine Programmzeile einfügen. Also ich werde nichts großartig ändern. So, ich gehe zum Zeilenende, drücke einmal Return und tippe dort ein, ganz einfach, zeichne String. So, jetzt darf ich aber hier nicht zeichne String eintippen, sondern ich muss sagen, zeichne String aus dieser Klasse ein. Und das markiere ich durch ein Self. Das heißt, ich muss dem Computer mitteilen, die Funktion String wird erst in dieser Klasse definiert. Bitte nicht anders machen, sonst gibt er einen Fehler aus. Der sucht dann nämlich nach einer allgemeinen Definition und nach einer allgemeinen Funktion, die nicht zu einer Klasse gehört, wenn ich das Self weglasse. Self heißt also, hier in dieser Klasse findest du das. Das ist genau wie bei den Variablen. So, das Ganze kopiere ich mir jetzt, weil ich muss das Ganze auch nochmal für Knopf anmachen. So, das Interessante ist natürlich, dass ich sozusagen eine grundlegende Funktion in einer Klasse reinschreiben kann. Und wenn ich dann daraus Vererbungen ziehe, also neue Klassen mache, dann kann ich immer wieder diese grundlegende Funktion überschreiben und erweitern und erweitern und erweitern, bis sie ganz, ganz, ganz spezifisch sind. Also ich kann zum Beispiel sagen, Leute, hier habt ihr einen, was weiß ich, einen Block, der heißt Erde, und nur auf diesem Block wachsen dann auch später Blumen und Gräser und Karotten und Kürbisse und so weiter. Wenn ich aber einen Block habe, zum Beispiel wie Pflasterstein, dann wächst darauf gar nichts. Oder kann sagen, dann wächst darauf nur Löwenzahn. So, und damit kann ich sozusagen immer die Funktion spezifizieren und ich kann die gleiche Funktion überschreiben. So. Gut, ich habe mir jetzt hier den Knopf an kopiert. Ich muss jetzt nur noch umändern, diese verschiedenen speziellen Sachen. Also Knopf an, den Namen muss ich ändern, dann muss ich hier Anfarbe ändern. Und hier hinten muss ich dann noch das False in ein True umwandeln. So, und jetzt, Zeichen String kann bleiben. Und jetzt habe ich mir im Prinzip meine ganze Klasse definiert. Die ist keinesfalls perfekt. So, da können noch ganz viele Fehler auftreten, die ich, wenn ich das jetzt irgendeinem anderen Menschen in die Hand drücke und er weiß nicht genau, was ich damit gemeint habe, dann wird er vielleicht diese Fehler auch machen. Ich zeige euch eventuell auch gleich nochmal ein oder zwei. Aber im Moment reicht mir das. Zum Ausprobieren ist das auf jeden Fall gut. So, jetzt muss ich in meine andere Klasse hineingehen, in mein anderes Programm, nämlich in mein Hauptprogramm. Und in dem Hauptprogramm habe ich jetzt die Taste noch gar nicht verwendet. So, hier oben füge ich jetzt als erstes mal ein, dass ich mir aus der Bibliothek Knopf die Klasse Taste importiere. Ich könnte jetzt natürlich auch, ich habe es euch schon erzählt, einfach die gesamte Bibliothek importieren. Das möchte ich aber nicht machen, um nicht immer vorher zu schreiben aus der Bibliothek Knopfpunkt, die Klasse Knopfpunkt und dann so, dann wird das nämlich teilweise viel zu lang. So. Und siehe da, ich habe vergessen, hier etwas zu löschen. Na gut, umso besser.
So, was ich jetzt hier gemacht habe, ist, dass ich diese 8 Elemente dazugefügt habe und habe in jedem Element habe ich einen Knopf hinzugefügt. Jetzt habe ich hier einen Programmcode eingefügt, der heißt Knopf durch Taste ersetzen. Und jetzt sage ich, der Knopf an der Position 4 ist nicht länger ein Knopf, sondern er ist eine Taste. Das heißt, ich rufe den Konstruktor von der Taste auf und der setzt mir jetzt sozusagen den Knopf mit neuen Werten ein. Und jetzt kann ich, ohne dass er mir eine Fehlermeldung ausgibt, auch sagen, der Knopf an der Position 4 bekommt ein Set-Out-String. Also hier wird tatsächlich der String im Variablenfeld definiert. Jetzt gehe ich hier durch und wie ihr seht, durchläuft die Schleife alle Positionen von 0 bis 16. Ich habe mir hier oben noch mal ich habe ein bisschen rumgespielt und habe mir die Anzahl der Knöpfe, kann ich mir jetzt hier oben insgesamt für das Programm ändern. Also wundert euch nicht, wenn ihr ein K-Unterstrich-Anzahl seht. Das mag bei euch noch anders sein. Also er durchläuft diese Schleife von 0 bis zu dem angegebenen Wert. Bei euch steht jetzt wahrscheinlich nach 16 drin. Und jetzt definiert er die ganzen Variablen aus den Feldern, definiert er durch. Und zwar auch für den Knopf 4, der ja jetzt gar kein Knopf mehr ist, sondern eine Taste. Die Methoden funktionieren trotzdem, weil eben die Klasse Taste sämtliche Methoden von Knopf geerbt hat. Und deshalb kann ich das genau gleich behandeln. So, hier unten habe ich jetzt, das habe ich euch beim letzten Mal schon gesagt, ein bisschen mit den Farben rumgespielt. Habe den 12. Knopf nochmal extra ausgeben lassen, dass der sozusagen, bevor das eigentliche Programm beginnt, nochmal neu gezeichnet wird, also gleich von Anfang an als in dieser Magenta-Farbe gezeigt wird. Das Hauptprogramm habe ich komplett unberührt gelassen. Das ist genauso wie vorher. So, ich habe also eine neue Klasse eingefügt in der Bibliothek. Ich habe ein bisschen Code verändert, aber wirklich nicht viel. Eben tatsächlich nur das hier. In dem Hauptprogramm, und zwar in der Initialisierung, weil die zentrale Schleife, die wird mit dem einen wie mit dem anderen genauso umgehen. So, jetzt speichere ich das Ganze und rufe das Ganze auf. So, und heute ist er extrem langsam. So, und jetzt seht ihr hier Folgendes. Als allererstes seht ihr hier, dass meine Taste mit einem Hashtag belegt ist. Sharp, wie man das dann auch sagt, also einem Erhöhungszeichen, das kommt aus der Musik. Wenn ich jetzt auf diese Taste drauf drücke, bleibt das Zeichen, die Taste wird blau und wenn ich das loslasse, bleibt das Zeichen immer noch, das heißt, es ist immer noch da oder bleibt immer so, wie es ist und die Taste wird wieder hellblau. Und damit habe ich euch gezeigt, wie man eine Klasse von einer anderen Klasse ableitet, wie man deren Funktionen übernimmt, wie man bestimmte neue Funktionen dazu schreibt und wie man alte Funktionen überschreibt, wenn man sagt, die müssen jetzt ein bisschen anders sein als die alte Funktion. So, das ist eine tolle Sache. Erinnert euch bitte daran, was ich zu Minecraft gesagt habe. Wir wollen ja immer noch Spiele programmieren. Wir haben immer noch kein einziges Spiel programmiert, aber ich denke, ihr habt jetzt eine ganze Menge von Python mitbekommen, was man damit machen kann. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mit der Grafik rumgespielt, mit Schleifen und so weiter. Und wenn euch mal das Programm abstürzen sollte, ich kann es nur noch mal sagen, und ihr seht, ich habe es ja selber auch ganz oft benutzt, dann geht ihr in der Shell in die Menüleiste rein, in Shell und drückt hier einmal auf Restart Shell oder ihr drückt einfach Control oder String F6. Gut,
Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt bitte einmal Daumen hoch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und da werden wir das so ein bisschen ausbauen, was man in dem Hauptprogramm mit dieser Klasse-Taste alles anfangen kann. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und wenn ihr Zeit habt, ein bisschen herum zu experimentieren, dann tut das. Das ist das A und O, um Programmieren zu lernen.